Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Ja, meine Lieben, bei True Farming, zwar mit dem falschen Gesicht, aber dennoch mit der hervorragenden Map und den hervorragenden Mitspielern, die wir hier haben. Und zwar heute geht es weiter mit dem Jupp und dem Herrn Metzger. Ihr wisst ja, in der letzten Folge war man da so ein bisschen am herausfinden, was da vielleicht Phase ist. Ne? Ich als Tippse mit dabei. Und ja, viel Spaß dabei. Lasst gern ein Däumchen da und Hashtag Urlaubsfeeling nicht vergessen für den lieben Tino. So, nun geht's weiter. So, Jupp, ich habe soweit alles notiert. Das ist schön. Aber, Herr Metzger. Ja. Wollen Sie die ganze Sachlage nicht nochmal so überdenken, also in Bezug so auf Ihre Schilderungen? Oder? Was soll ich denn da überdenken? Herr Metzger, also, wo waren Sie mal in Ihrer Vergangenheit? Afrika, habe ich doch gesagt. Afrika? Also, ja. Waren Sie vielleicht nur irgendwo anders? In Afrika? Ich frage mich immer noch, worauf Sie hinaus wollen. Das okay, Anmerkung, Herr Metzger schwitzt. Ich kratze mir gerade am Kopf. Achso, ist kein okay. Ich möchte halt einfach nur ein bisschen was über Ihre Vergangenheit wissen. So, ob es da irgendwo mal hier und da irgendwelche Probleme gab, wo sie sich aufgehalten haben. Es gibt immer irgendwo Probleme, egal wo man ist. So. Aha. Waren Sie schon immer so ein Schlitzohr, Herr Metzger? Von Geburt an. Aha. Interessant. Muss schnüttieren. aber Herr Metzger, also hat Ihnen schon mal irgendeiner irgendwo Leid angetan? Fragen wir mal ganz direkt geradeaus. Und sagen Sie jetzt nicht ich. Nein, Sie sind harmlos, da habe ich ein Schlimmeres erlebt. Ja, was meinen Sie mit Leid? Körperlich oder finanziell oder rufschädigend oder. Schreibt das auf der. Er hat Schlimmeres erlebt. Ja, warte. Okay. Nicht so zitterig, Mensch. Ja, Entschuldigung, ich bin aufgeregt, Mensch. Glauben Sie, warum ich hier in Schwatzing bin? Schlimmer. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Sind Sie gesetzesflüchtig? Nein. Nicht? Okay, nein. Dann müsste ich das durchstreichen. Oh. Ja, warum hast du das überhaupt aufgeschrieben? Ich wollte gerade fragen. Na, warst du eine Annahme jetzt? Ich habe geschlussfolgert zu mir. Du sollst keine Annahmen aufschreiben, du sollst aufschreiben, was der Herr Metzger gesagt hat. Mein Gott. Ja, aber Alter, eBay gucken, ob ich noch irgendwo einen anderen Sekretär finde. Nee. Aber guck mal, Quincy hat das früher auch so gemacht. Der hat geschlussfolgert. Gut, der war in der Pathologie, aber trotzdem. Das hat der hinterher in Ruhe gemacht. Ach so. Na gut, okay. Entschuldigung, kommt nicht nochmal vor. Mein Gott. Ja, aber was haben Sie eigentlich mit Russland? Wie kommen Sie eigentlich genau auf das Land? Na, also mütterchen Russland ist ja schon ein schönes Land, nicht? Können Sie Russisch? Können Sie Russisch? Kakte Bersewut, Menjasewut, Ari? Nein. Gute Priorität? Nee, keine Ahnung. Weiß, wie alt sind Sie? Okay, ich habe nie Russisch gelernt. Nicht? Nee. Okay. Nee. Nur so mal Brocken mitgekriegt. Achso, Kurva. Was? Kurva. Was? Kurva. Nehmen Sie mal den Socken aus dem Mund. Was? Ja, okay, gut. Lassen wir das. Unglaublich. Unglaublich. Also, Sie waren in Afrika. Genau, ja. Gab es da irgendwelche komischen. Irgendwie. Ja, gut. Probleme. Also, ich habe da mit einem Trupp gearbeitet, die haben Wilderer quasi gejagt. Okay. Also da gab es nur komische Leute. Er leitete einen wilderer Trupp. Nein. Ich war nur der Arzt vor Ort, der die Tiere versorgt hat und wieder geholfen hat, die auszuwildern. Okay, gut. Nach der Versorgung, weil die sich ja doch sehr schnell an Menschen gewöhnen können. Da habe ich eine kleine Frage. Also Sie haben Wilderer ausgewildert. Wie geht denn das? Nein, die Tiere. Die Tiere? Ach, verdammt. So. Ja, Jupp, guck nicht so, ich muss mich da erst reinfinden. Gut, nee, ist nur dir. Du warst aber schon damals mal in der Schule, oder? Hallo, ja, ich habe 12. Klasse Abschluss nachgemacht. Solange Sie nicht Afrika mit Afghanistan vertauschen. Nein, das kriegst du noch hin. Das kriegst du hin. Aber, Sie waren da nur in Afrika, oder waren Sie vielleicht auch, oder haben Sie mal einen Abstecher woanders hingemacht? Kommen Sie, Herr Metzger, Sie sind doch ein Weltenbummler, das sieht man doch. Mensch, das sieht man doch bei Ihren Strampaden. Ja, also. Die sind ja auch, Mensch, die sind ja schön. Sonnenschein von Mann.
jetzt wird es ein bisschen eklig, ganz ehrlich. Ja, okay, nein, was soll ich sagen? Mein Gott, man kommt überall rum. Ne? Gerade wenn man studiert hat oder so, mal ein Auslandssemester hier, mal ein Praktikum woanders da für ein paar Wochen fertig. Aha. Ach so, also haben Sie auch im Ausland quasi gearbeitet, abgesehen jetzt vom Kontinent Afrika. Richtig, ja. Mhm. Wo waren Sie ich denn war da? Zum Beispiel mal in Russland für 2 Wochen, ja. Aha. Aber das war während meines Studiums, aber das ist schon ewig und 3 Tage her. Okay. Aber sonst keine Vorkommnisse, sonst alles ganz normal gewesen. Sonst warten Sie, bevor Sie antworten. Wo ist das Scheiße? Wo ist das? Ja. Ah, der denn jetzt schon wieder? Akku noch drin. So, Gott, Lampe an. So. Haben Sie früher bei den Verhör auch so gemacht. So, jetzt antworten Sie auf die Frage, Herr Metzger. Harry, wir sind hier nicht bei der Stasi. Nee, okay, nicht. Also, gut. Soll ich meinen Anwalt anrufen? Nein, oder so? Nein, Entschuldigung. Ach Mann, ich wollte es halt nur. Wollt ihr ihn leichter machen, Herr Metzger? Also da in Russland, aber was waren da? Mein Gott, ich habe da irgendwie nur ausgeholfen für ein paar Wochen auf einem riesigen Viehbetrieb. So, aber der Betreiber des Hofs, der hatte Probleme ja mit irgendeinem komischen, keine Ahnung, was das war. So genau bin ich da nicht hinterher gewesen. Hab da meine Arbeit gemacht und fertig. Ein bisschen was gelernt und gut. Und dann bin ich irgendwann wieder abgehauen. Hat er da schon immer die Probleme gehabt oder erst seitdem sie da waren? Sag mal so, die ersten paar Tage, als ich da war, war alles gut und irgendwann dann ging es dann rund. Und dann mein Kollege, der mit mir da war, der halt ein bisschen Russisch konnte, gebürtig aus der ehemaligen DDR, der hat mir das dann alles mehr oder weniger übersetzt und der sagte, da ist wohl ganz was im Argen. Keine Ahnung, aber die ersten paar Tage war alles okay. Okay. Aber wie gesagt, das ist ewig 3 Tage her, also die Erinnerungen sind schon mehr als dunkel. Ha. Bisschen Wodka hat auch geholfen, dass man viel vergisst. Ja. Okay, ja. Ja. Aha. Ja gut, das ist natürlich auf jeden Fall schon mal, also Herr Metzger, ich freue mich, dass Sie hier in Schwatzingen sind und bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für dieses Gespräch. Und warum haben Sie mich das halt alles gefragt? Ja. Das wird in der Sache mit Fritzel auf jeden Fall berücksichtigt werden. Mhm. Hier haben Sie noch einen Kaffee und einen Keks für unterwegs. So, und Herr Metzger, ich glaube, wir schließen zeitig. Finger in Po, Mexiko und so weiter. Ne? Genau, machen Sie es gut. Wir müssen dann auch, Herr Metzger, wiege, wiege. Lass dich Kaffee schmecken. Ja, ich verkaufe lieber Bier. Mhm. Auch gut. Tschüssi. Tschüss. Jupp. Ja. Da ist doch was faul. Was? Der faul? Wo? Nein, da ist was faul, Mensch. Ach so. Oder ist er? Ja, stimmt. Nee. Ja, es ist schon... Hallo? Aber, dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Oh, ja. Guten Tag, kommen Sie ruhig näher. Guten Tag, Herr Afer. Guten Tag. Mensch, Herr Decker. Ja, ich wollte mal so einen kleinen Überraschungsbesuch mal wieder machen in Schwatzingen und auch mal fragen, ob Sie zufrieden sind mit unserer aktuellen gelieferten Qualität auch. Ich bin sau zufrieden, wenn der Boden gefroren ist. Oh ja, ich auch. Ja, also nee, also Herr Decker, also mit der Qualität bin ich sehr zufrieden. Definitiv. Ja. Du Hammel. Hab ich gerade gelesen, Entschuldigung. War nicht ein Siegerisch, Herr Decker. Ja, dieses Wort Farben, das kennt man ja. Ja, das ist manchmal, manch einer tut sich schwer mit Gegebenheiten und so. Also ich finde es ja echt klasse, dass auch wirklich jeder in diesen Wort Farben ist, oder? Ja, es ist halt... Himmel, Arsch, ein Zwirn. Aber irgendjemand merkt es immer noch nicht. Hm. Ach Gott, stimmt ja, die heißt ja jetzt Haare. Och, das habe ich ja ganz vergessen. Wie, wer heißt Haare? Ach, du Christel. Ach ja, stimmt aber. Aber Herr Decker, mit Ihrer Qualität ja sind wir sehr zufrieden. Durchaus. Ja, das ist auch schon mal gut zu hören, das freut uns. Wie ist es denn? Können wir denn im nächsten Jahr, also in der nächsten Saison? Da dennoch auch also weiterhin miteinander so das Geschäftsverhältnis aufrechterhalten oder wie ist es generell? Also da können wir uns auf jeden Fall gerne nochmal zusammensetzen. Der Alfred wird davon mit Sicherheit dann auch begeistert sein. Und ja. Ich denke mal, wir werden da auch auf einen vernünftigen Nenner auch dann kommen. Ah, das ist doch gut. Da können wir ja auch nochmal neue Konditionen aushandeln und so, oder? Ja, das liegt natürlich in der Hand vom Alfred. Der macht da die ganzen Konditionen und so. Okay. Und ja, also ich denke mal, der wird dann da auf jeden Fall was Neues aushandeln möchten auch. Ja. Kann gut möglich sein.
Haben Sie denn vor zu expandieren mit Ihren Produktionen oder generell vielleicht mehr Produkte noch herstellen zu wollen? Oder wie ist da die Sache? Das war auf jeden Fall schon mal im Gespräch gewesen. Ja, hier bitte. Ja, danke. Also es wäre schon möglich gewesen, meinen Sie? Naja, wir hatten uns schon mal über gewisse spezielle Produktionszweige schon mal unterhalten gehabt. Ja. Da ist, glaube ich, auch bei der Stadt auch offiziell und auch beim Bauhof auch dementsprechende Unterlagen liegen da auch vor. Ja, ach, sehen Sie, warten Sie, Herr Decker, also, hier haben wir da noch ein Käffchen, Mensch. So, passen Sie mal auf, hier haben Sie noch einen warmen Kaffee. Ist ja sowieso bitte schon kühl. Was haben Sie denn da so vor? Also, was haben Sie denn da so eingereicht, Herr Decker? Hier haben Sie noch einen Keks. Oh, danke schön für den Keks. Ja, das ist einen? Alles noch so ein bisschen in der Schwere, in der Schwebe, sage ich jetzt mal. Ah, okay, okay. Wo schwebt es denn hin? In welche Produktionsrichtung? Etwas mit, hat auf jeden Fall mit Nahrungsmitteln zu tun. Mit Nahrungsmitteln? Genau. Herr Decker, Herr Decker, Sie machen es mir echt nicht leicht, warten Sie. So, wo haben wir es denn? Hier haben Sie noch, Herr Decker, kein Problem, hier haben Sie noch eine ganze Packung Kekse und dann haben Sie hier noch ein Sigu-Modell, das ist kostenfrei. Oh, waren jetzt aber erst die, dann doch noch was. Wie heißen die jetzt nochmal? Da muss dann doch. Die müssen jetzt immer Kekse immer rumbringen. Waren die jetzt letztes Mal bei Ihnen gewesen? Haben sie mal groß eingekauft, ne? Definitiv. Das ist gerade so für solche Kunden wie Sie, die nicht gleich mit der Sprache rausrücken wollen. Ja, Herr Hafer, das ist leider noch nicht so ganz wirklich spruchreif. Ach so. Die ganze Sache. Zwar jetzt die ganzen Anträge und Formulare liegen jetzt bei den zugehörigen Verantwortlichen und das wird jetzt, hoffe ich mal, jetzt in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen dann grünes Licht geben. Interessant. Harry, hast du unseren Kunden schon Kaffee gegeben? Ja, Kaffee, Packung Kekse, noch ein Keks und noch ein Sigu-Modell, aber er will mir halt... Ja, okay. Ja. Passt, oder? Das passt. Haben wir noch einen Schlüsselanhänger? Nein. Nicht? Gut. Schlüsselanhänger ist leider aus, Herr Decker. Ja, das macht ja nichts. Ja, gut. Aber der Kaffee ist echt gut. Ja, selbst gekocht. aber ist ja schön, dass Sie sich da so in die Richtung entwickeln wollen. Also in welche Richtung auch immer. Ja, wir sind eben halt dann, wir versuchen auch so ein bisschen ein paar Ecken auszuloten. Ja, nee, das ist gut. Ich lote auch immer gern Ecken aus, wenn ich nach Hause gehe. Ich verstehe das ganz einfach nicht. Ja, gut. Herr Decker, der Jupp und PC, das ist immer so ein Ding. Will Sie nicht rausschmeißen? Ich gehe bloß mal gucken, ne? Ja, ich verstehe schon und ich will mal weiter. Ich wünsche den Herrn noch einen schönen Tag. Alles klar, liebe Grüße an die Frau. So. Tschüss, Herr Decker. Tschüss. Wen stehst du, Herr Decker? Tschüss, Herr Decker. Ach so, ich hab... Okay, sorry, mein Bruder. Aber, er heißt Decker. Deswegen. Ich muss aufpassen, dass er nicht irgendwas deckt. Ja, der Rammler. So, Jupp, was los? Was funktioniert nicht? Nein, es funktioniert alles. Ich weiß auch schon wieder nicht, was du mit deinem komischen PC hast. Ich versuch da irgendwas herauszufinden aus deinen Notizen. Ja, ist doch fein Leser. Oh, okay, gut. Nicht so leserlich. Okay. Ja, das ist auch schwierig, das stimmt. Aber ich versuche da irgendwie einen Zusammenhang. Ich meine, der Enermax, der sagt das ja nicht umsonst. Der muss doch irgendwo eine Verbindung sein. Na, pass doch mal auf, der Enermax hat doch gesagt, dass der auch irgendwas mit Russland hat, oder nicht? Ja gut, der Enermax war wohl auch in Russland, ja. So. Und der Metzger hat auch vor uns erzählt, dass er in seinem Studium 2 Wochen auch dort war. Richtig. So, aber... Weißt du was noch? Nee, was? Warum hatte der Enermax... Ich weiß nicht, ob du dabei warst, Harry, aber kannst du dich daran erinnern, als der Enermax hier auf der Couch gesessen hat, hat er doch diesen Zeitungsartikel verloren. Diesen Schnipsel. Zeitung aus Afrika. Das hast du mir erzählt, ja. Warum hat der eine Zeitung aus Afrika? Warte mal, jetzt. Meinst du, der war auch da? Na, aber. Jupp? Nee. Wenn der auch dort war, dann wäre es ja so, als ob der den irgendwie verfolgt.
Und das ist nämlich das Komische, weil der Metzger hat gesagt, es gibt immer wieder irgendwo Probleme oder sonst irgendwas. Und er war jetzt ja, er sagte, als er in Russland war, da gab es da auch irgendwie Schwierigkeiten oder so. Aber das ist so, als ob ihn diese Probleme verfolgen würden. Jetzt ist er hier und hier hat er auch Schwierigkeiten. Ja, das stimmt. Aber der hat ja auch gesagt, guck mal, in Russland, da war es auch so, nach ein paar Tagen traten die Probleme auf. Warte mal, lass uns mal überlegen. Wo der Metzger damals hier ankam, war ja auch erstmal, guck mal, da war der ja auch ganz normal eigentlich. Da gab es ja über den auch nichts. Ja, das stimmt. Da war jetzt ein bisschen Ruhe. Klar, der hat hier überall geguckt und so und hat ja gesagt, wo er was besser könnte, aber. Ja gut, ging uns halt auch mit den Produktionen ein bisschen öffentlich, das stimmt. Aber generell, und dann ging das doch los. Das hat auch ein bisschen gedauert, ja. Das stimmt. Irgendwas fehlt da. Ich habe eine Idee. Ja. Lass uns mal zum Fritzl fahren. Der hat doch, wo der dich angerufen hat, wo ich das mitgehört habe, da hat er doch gesagt, er hat auch einen Fritzl, ja, im Miguel drauf angesetzt. Richtig, und die haben sich ja wohl, er hat gesagt, die waren nicht in der Lage, sich darum zu kümmern. Genau, so, jupp, ab zum Landhandelmobil. Oh, ja. Ja. Achso, fertig, Karre eigentlich? Ja. Okay, du fährst. Warte. Ja. Ich ein bisschen. So. Ja. Ha. Ein schönes. Wie ein Kätzchen. Ja, ist ein schönes Mobil, muss man sagen. Oh, Pferde. Oh. Was? Ja, Pferde. Oh. Guck mal da hinten. Gib Gas, bitte, Jupp, gib Gas. Okay. Also, ich vergötter sie, ne? Aber ganz unauffällig Gas. Ja, gib Gas, ich vergötter sie, ne? Aber wenn sie da ist, riecht das irgendwie immer irgendwo nach Arbeit. So, warte mal, zum Fritzl sagt es jetzt. Zum Fritzl, oder? Genau, zum Fritzl. Oh. Ja? Hallo? Fritzl? Ah ja, hi. Hui. Ist der Jupp da? Der sitzt neben mir. Warte, ich mache auf Lautsprecher. Ja. Jupp, der Fritzl. Hallo, Fritzl. Hi, Jupp. Du, hör mal, ich muss die Anschuldigung beim Herrn Metzger muss ich zurücknehmen mit dem Popo-Pieksen. Mit dem Finger im Po. Ja, genau. Ja. Ja. Oh. Was? Ja, beinahe hätte ich eine Anschuldigung gegen ihn gehabt. Warum? Wollt ihr auch den Popo pieksen? Nee, er kam gerade mit einem 40-Tonner auf mich zugefahren. Oh. Geradewegs. Er wollte uns überfahren. Da will ich aber auch Angst kriegen, ey. Also, du sag mal, Fritzl. Ja. Ganz wichtig, wo bist du? Bei mir am Hof. Ich mach Kuhstall sauber. Okay, dann komme ich jetzt in den Kuhstall. Zu dir an den Hof. Okay. Aber nicht in den Kuhstall kommen. Also nicht in den Kuhstall. Wenn das der Tier. Aber was ist, wenn du da drin bist? Dann darfst du gerne dazustoßen. Oh nee, das möchte ich aber nicht. Ja, was denn? Du musst dazustoßen ist mir ein bisschen zu. Dann darfst du dich dazu gesellen. Ist das so cool? Ja, okay. Ja, richtig. Ja, okay. Alles klar. Also, hi, Fritzl. Da sind wir schon. Nee. Ja, so, gut. Ari, hast du das Handy ausgemacht? Hab ich wieder eingesteckt. Jemand zuhört. Nee. So, warte, Jupp, warte. Lass mal gucken. Kommt's. Da ist keiner? Okay. Hey, sorry, ist mein Sekretär. Du Fritze. Ja. Haben wir vielleicht eine Ecke, wo uns nicht jeder sieht? Ich hab eine Idee. Im Kuhstall. Ja, los, ab in den Kuhstall. Nein, dann los. Wartet aber. Nee. Ich hab Fritzl noch nie rennsehen. Fritzl, das sieht gut aus! So, was gibt's? Also, Fritzl. Wie ich mir erstmal vorstellen darf, ich bin heute nicht als der Harry vom Landhandel hier, ich bin halt als Harry der Notizblock des Unterwachtmeister Jupp. Ah, okay. Wackeliger Notizblock. Jetzt hack doch da nicht schon wieder drauf rum. Ne, kann Levi nicht schreiben. Nee, ich bin nur aufgeregt, Jo. Ja, ich weiß, ist ja auch dein erstes Mal, ja. Ja, genau, beim ersten Mal ist man immer ein bisschen aufgeregt. Ja. Da zittert man auch mal ein bisschen. So. Ja, okay. So, wenn man abrutscht, doch mal nochmal. Auf jeden Fall, Was jetzt? Oh, nee. Was jetzt?
Ja, aber ich bin doch die Polizei. Oh. Ach, das ist das Ordnungsamt. Ach gut, die gehen mich nicht ein. Oh. Pritzel? Sag mal, kannst du mal die Pressluft ausmachen? Das ist ja grauenhaft. Oh, nee. Meine Ohren. Was tut weh im Ohr? Pritzel, was will der? Keine Ahnung. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Guten Tag, Herr Adler. Aber Herr Adler. Ja. Kleinen Moment. Ritzel. Ja. Kannst du mir noch was Schönes ins Ohr hauchen? Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Das Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren und natürlich bei Joel vorbeischauen. Tschüss. Tschüss.